Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 14. Februar 2024 und Andreas hat heute auf dem Frühstückstisch ganz frische Blumen gefunden, weil heute ist Valentinstag. Ja, und wir machen natürlich solche Sachen immer mit. Alles, was um Kommerz geht und um Geschenke, da sind wir natürlich immer ganz vorne mit dabei. Aber die wirkliche Überraschung war heute Morgen wieder, und ich bin ja jetzt wieder zurück, es hat geschneit, und zwar mächtig. Und ich schätze mal so 60 Zentimeter, vielleicht 70. Aber es gibt große Verwehungen teilweise, habe ich gerade gehört von meinem Nachbarn. Der hat bis zu 2 Meter hohe Verwehungen dort. Und die Straßen sind noch nicht gemacht, und so bin ich seit heute Morgen schon um 5 Uhr auf und habe auf dem Kutschbock gesessen, obwohl ich immer noch ein bisschen mit meinem grippalen Infekt hier kämpfe. Aber für den Traktor, der ist ja beheizt, man sitzt ja auf einem Massey Ferguson 1754, da ist das natürlich alles vom Feinsten, und da kann man dann wirklich von oben nach unten schon mal einen Notweg, haben wir schon mal angelegt mit meinen Nachbarn hier gemeinsam. Wir haben ja alle mit schweren Schneemaschinen hier zu tun, sodass man zumindest rauf und runter kommt. Und wenn wir fertig sind mit dem Podcast, ich habe alle weiteren Termine absagen müssen heute, setze ich mich wieder auf den Bock, und dann geht es den ganzen Tag munter weiter durch den Tiefschnee. Heidewitzka, das ist schön, und die Frau Holle ist so fleißig in diesem Winter, was ganz sicher etwas mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun hat. Es ist asig kalt, es ist weiß, eine weiße Landschaft. Wunderschön, und wirklich, Andreas, es tut so gut, dass du heute, dass du jetzt wieder da bist und eben auf deinem Bock da durch die Gegend fährst. Ich sehe da nur das Lalü-Lala-Licht immer durch die Bäume, und so muss es sein. Ja, ihr Lieben, sowas nennt man Winter. Ja, es ist hier eigentlich so ziemlich klassisch. Die Frauen, die sitzen zu Hause und arbeiten im Heim gewissermaßen. Und wenn die Männer dann auch völlig erschöpft draußen von der Arbeit zurückkommen, dann wird auch ein Kaffee kredenzt und ein Stück Kuchen, wenn es mal schön läuft. Ja, ganz genau. So ist das hier bei uns. So richtig schön. Ist das nicht alles Nazi? Die Frauen sitzen zu Hause. Also sitzen tun wir meistens nicht. Wir laufen ja auch herum. Aber Andreas, das ist doch, das darf man doch so gar nicht mehr wohlig, freudig beschreiben. Also bei gefühlten 11 Grad draußen möchte ich dir nicht zumuten, in einem Tiefschnee zu stehen und einen Scherstift an einem Getriebe für einen Snowblower auszuwechseln. Und ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt, und untereinander helfen wir Männer uns da. Hau, 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 und dann geht das zur Sache. Hau, hau, haben wir 11 Grad minus? Gefühlte 11 Grad minus habe ich gerade gesehen. Ich habe jetzt auf die richtige Temperatur nicht geachtet. Also wenn so ein bisschen Wind, und es ist ein bisschen Wind dazukommt, das kennt jeder, dann fühlt sich das gleich noch viel kühler an. Also, jetzt haben wir aber auch genügend über unseren Winter gesprochen, während ich gerade gehört habe von jemandem in Bayern, dass es plus 10 Grad sein soll. Und das ist ja auch schön, denn dann kann der Frühling auch bald kommen. Und ich möchte mal hier gleich von vornherein hinweisen auf unseren Kongress, ihr Lieben. In den nächsten Tagen, jetzt läuft der alte Kongress aus, weil jeder Kongress, den wir hier veranstalten, ist ja ein ganzes Jahr lang für jeden, der diesen Kongress gebucht hat, zugänglich. Das heißt, man muss nicht wie jetzt am 15. bis 17. März an diesem Wochenende komplett parat sitzen, um den Kongress sich einzuverleiben mit den wirklich unglaublich vielseitigen und wissenden Referenten, sondern man hat ein ganzes Jahr lang Zeit. Und gestern habe ich ein umfangreiches Vorgespräch geführt, die kennst du, Andreas, vom Namen, Frau Dr. Brigitte Röhrig, das ist die Autorin des Buches Die Corona-Verschwörung. Und ich hatte ja schon einiges so gehört und auch in dem Buch quer gelesen, aber was dann doch am Ende dabei rauskommen wird bei diesem Kongress, das ist wirklich atemberaubend, denn das, worüber wir hier die ganze Corona-Zeit gesprochen haben, über mögliche Pläne, wir haben ja immer spekuliert, das war ja auch immer alles unter der Überschrift, könnte sein, könnte eine Verschwörungstheorie sein, das scheint sich alles zu bewahrheiten, denn wie sie herausgefunden hat, sind die Maßnahmen, um diese sogenannte Corona-Pandemie durchführen zu können, jahrelang vorher offenbar schon im Visier gewesen, und die Weichen sind dafür gestellt worden.
Ja, das kann man so sehen. Das ist eine Agenda des kompletten Chaos, was dort gemacht wird. Und wir merken ja auch jeden Tag, wie die chaotischen Zustände zunehmen. Es ist ja kaum noch in Worte zu fassen und man steht manchmal fassungslos da und denkt, das kann nicht wahr sein. Das wäre vor 20 Jahren mit Sicherheit nicht einmal als Satire oder sonst was in irgendeinem Film in Hollywood durchgegangen. Das wäre der völlige Rohrkrepierer. Aber die Realität überholt uns. Ja, und das ist dieses Mal wirklich der bisher intensivste Kongress, den wir je gemacht haben. Ich habe ja gesehen, alleine diese seitenweisen Vorbereitungen und Recherchen, die du gemacht hast, alleine mit der Frau Dr. Röhrig, das ist ja eine interessante Geschichte. Wir sind ja mit einem großen Team daran, sodass wir nicht immer nur irgendetwas wiederholen, was man schon weiß, sondern vor allem eben halt auch in Details einsteigt, die man eben nicht kennt und vor allem die Vorbereitung. Und da liegt eigentlich der Schwerpunkt drauf, nämlich durch dieses Chaos auch durchzukommen, durch diese Krise, durch dieses Nadelöhr, von dem wir ja auch immer wieder reden. Das heißt also die förderliche Ausrichtung, dass wir mutig voran, Gott wohlgetan, tatsächlich wie der Phönix aus der Asche in die neue Welt kommen. Und das wird nicht die neue Welt sein, wie sie sich die WEF oder sonst irgendwie etwas sich vorstellen, sondern das sind diejenigen, die dann wahrscheinlich dann als Zaungäste sich dann ansehen dürfen, wie ihr eigenes Bild mit ihren kuriosesten Richtungen, die sie da sich zurechtgebastelt haben, wie das dann untergeht. Ja, man kann sich vieles mit einem logischen und einem, sag mal, normalen Menschenverstand nicht vorstellen. Man kann sich einfach, mir ging das gestern in diesem Gespräch so, ich habe zum Teil die Luft angehalten, als sie so aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Also wer da genaues wissen will, dieses Buch von ihr, die Corona-Verschwörung, beinhaltet wirklich historisch bedeutsamste Fakten. Das sollte man im Regal stehen haben, vor allem wenn dann irgendwann eines Tages das Internet nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und vielleicht auch zuverlässige Daten uns gibt, wenn es denn dann überhaupt noch so funktionieren sollte. Da sind wir schon wieder im Verschwörungsbereich. Aber was sie dort gestern geschildert hat und was sie natürlich im Kongress dann auch aussagen wird als Juristin, die ist ja Fachanwältin für Zulassungen bei Pharma- und bei Chemieunternehmen und hat viele Rechtsabteilungen geleitet in den zurückliegenden Jahrzehnten. Sie weiß ganz genau, wovon sie spricht. Und wenn man dieses Generalstabsmäßige sieht, dass also schon 2005 Vorkehrungen oder sogar noch vorher in WHO, in der EU und so weiter getroffen wurden, um eben den Weg für diese Genspritze frei zu machen, also viele Gesetze wurden auch verändert, ja, dann kann man nur noch eins und eins zusammenzählen. Und ich bin eben nur deswegen getröstet, Andreas, weil eines Tages wird die gesamte Wahrheit ans Licht kommen. Und um ehrlich zu sein, wenn es dann flächendeckend endlich verbreitet ist und auch die Masse es erkennen kann, dann sind wir am Ende dieser schwierigen Versuche, die wir hier fast täglich unternehmen, um aufzuklären. Ja, und man muss wissen, dass die Zielgruppe für unseren Kongress natürlich auch wirklich selbstständig denkende Menschen sind, die eigenverantwortlich handeln. Mitläufer, Schafherden, alle anderen, die man so eben halt so sieht und erkennt in der Masse des Umfeldes, in dem man sich so bewegt. Das sind nicht unsere Ansprechpartner. Denen macht man auch keinen Gefallen, wenn man denen ein solches Ticket schenkt. Die können damit überhaupt nichts anfangen, weil wir eben halt nicht einfach nur in dieser Situation der Scheuklappenmentalität, die uns aufgelegt wurde durch die Massenmedien, dieser kompletten Perspektivlosigkeit, dieser einen Richtung, nämlich diese in die Richtung gebürstet, den Begriff haben wir oft genug genannt. Und das ist der Punkt, den wir heute haben. Ob das die Kriegstreiberei ist, ob das Corona ist, ob das die Russenverteufelung ist und so weiter und so fort. Das sind so ganz klassische Symptome für Menschen, die so eingedampft sind. Und
Wir haben uns vorhin darüber kurz unterhalten, Eva, als ich kurz einen Kaffee getrunken hatte, als ich kurz vom Trecker runterkam, wie das denn hier so läuft und dieses Chaos nochmal beschrieben. Ich gucke ab und zu mal rein, dann muss ich ja auch in die großen journalistischen Mainstream-Medien und dann sehe ich dann Berichte über Dschungelcamp oder irgendwie so etwas und dann denke ich auch wirklich, okay, das ist natürlich jetzt der Bodensatz des Intellekts schon längst durchgebrochen und da wird es dann natürlich irgendwann wirklich kritisch, wenn man sieht, auf welchem Level die Menschen mittlerweile zusammengepfercht werden, intellektuell in eine komplette Insuffizienz. Ja, oder wenn, dann kommen solche Dinge vor, das haben wir heute im Kanal gehabt, dass die Chefredakteurin der linken Taz bei Lanz sitzt und darüber spricht, dass, weil die Amerikaner so viele Kriege geführt haben, dass es, ich gebe es nur sinngemäß wieder, dass es jetzt auch nicht so schlimm sei und sie nichts dabei findet, wenn jetzt dann auch mal ein paar Amerikaner sterben würden. Und ich meine, Andreas, das sind ja alles Auswüchse, moralische, ethische Auswüchse, die offenbar nicht mehr zu bremsen sind. Ja, die ganzen großen führenden Positionen sind offenbar besetzt mit ahnungslosen Menschen, so kommt mir das wirklich vor, die von den Schöpfungsgesetzen nichts, aber auch gar nichts verstanden haben. Denn jeder Amerikaner, der sterben muss, ist einer zu viel. Jeder Russe, der sterben muss, ist einer zu viel. Jeder Ukrainer, der sterben muss, ist einer zu viel. Und das hat nichts mit Pazifismus zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass man selbstverständlich die Gesetze der Natur für sich selbst moralisch und ethisch anzuwenden hat. Genau das tun wir. Und wenn dann solche, wie gesagt, diese Kriegstreiber von links oder von rechts, ob das ein Kiesewetter ist, beispielsweise als ehemaliger Oberst, der in der transatlantischen Brücke und eben halt in den Clausewitz-Verbänden und in den trilateralen Kommissionen dort als Militarist auftritt und versucht, irgendwie einen Krieg in Gang zu bringen, um damit vielleicht sogar noch zu sagen, nach dem Motto, wir kommen an das Lithium der Russen ran, das hat er ganz deutlich gesagt, bis hin dann eben halt auch auf der anderen Seite. Bei der Taz, wo es dann heißt, wenn Amerikaner sterben, ist das nicht so schlimm. Es sind nicht die Menschen, die die Kriege machen, sondern das sind letztendlich die Menschen, die sie auszuführen haben durch den Druck dieser Feudalsysteme. Da müssen wir den Finger reinlegen, dass die Menschen endlich zusammenhalten, aber nicht wieder, um in die alte Schiene zurückzukommen, wo sie herkommen, sondern tatsächlich den Durchbruch in eine neue Welt zu bekommen. Das ist die Transformation. Und wir sind mittendrin in diesem Nadelöhr, in dem wir uns jetzt, man kann sich festhalten, im 5. Jahr befinden. Kannst du dir vorstellen, dass wir hier schon so lange Podcasts machen? Also gute 4 Jahre, wir sind im 5. drin. Ja, also es ist ja schon mittlerweile, gehört das ja auch zu unserem Leben und das ist ja eine starke Disziplin, die dahinter steht, weil wir haben ja immer Podcast oder Podcast-freien Tag und das Wichtigste ist für uns eigentlich immer der Freitagabend. Freitagabend, weil wir dann wissen, wir haben Samstag und Sonntag keinen Podcast. Das heißt nicht, dass wir dann nichts tun, sondern dass wir uns dann um unsere Arbeiten kümmern können, die auch noch so anliegen. Das ist tatsächlich so. Genau, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass wir wirklich seit über 4 Jahren regelmäßig darüber sprechen, dass wir uns in einer ganz bestimmten Zeit befinden, dass also all die Geschehnisse, die alles durcheinander bringen und ein Chaos anrichten, mehr und mehr, wie wir merken, dass diese Dinge kumulieren müssen, explodieren, detonieren, offenbar wirklich bis zum gar nicht mehr aushalten können, damit das Falsche zusammenbrechen kann. Und die Herausforderung für jedermann ist jetzt, und es ist so, die Masse weiß es nicht, sie interessiert sich auch nicht dafür, aber aufgeschlossene Menschen, die Entwicklung wollen, Abwicklung von dem Falschen, nicht nur für die Welt, sondern vor allem auch für sich, die treten jetzt in die Eigenverantwortung, um diesen Weg zu gehen, um innerlich stabil zu bleiben, um sich von gar nichts, was da draußen an Getöse ist, beeindrucken zu lassen, auch wenn man mittendrin steht. Ich meine, wir haben in der Corona-Zeit, in der Mikrobenzeit, haben wir alle, auch wir hier auf unserer kleinen verschlafenen Insel, inmitten eines Chaos gestanden, weil das Leben auf den Kopf gestellt wurde und das, was selbstverständlich war, nicht mehr selbstverständlich ist. Und das ist etwas, was sich jetzt immer weiter entwickelt. Und
Ja, ich habe gerade gelesen, Andreas, dass bis zum Jahr 2040 dann die Welt so weit sein soll, dass wir zum Beispiel privat nicht mehr fliegen können sollen. Naja, es geht letztendlich um die Einkerkerung des Geistes des Menschen, nicht des Verstandes. Den Verstand, den kann man nutzen. Zum Verstand gehören auch die Gefühle. Übrigens auch die ganzen Emotionen, die man eben halt nutzen kann, um Hass, Missgunst, Gier, Lust und so weiter zu erzeugen, regelrecht, um damit die Menschen vom Geist abzulenken, denn der Geist ist die Anbindung der Schöpferkraft, zu der wir die direkte Verbindung eigentlich haben sollten. Und das gilt es mit aller Gewalt zu verhindern. Das ist der Grund der Vergewaltigung der vielen Kinder durch die Frühsexualisierung. Das ist eine Vergewaltigung von Kinderseelen, die dahinter steht. Und wir sehen, auch das gehört zu diesen chaotischen Vorgängen, die wir haben. Und es fehlen einem die Worte und man kommt sich manchmal so hilflos vor. Aber auf der anderen Seite wissen wir und spätestens dann, wenn wir die grünen Bücher im Lichte der Wahrheit gelesen haben, dass dieses schwer zu ertragende Spiel, denn es ist ein Spiel, nicht für uns, für diejenigen, die das dann durchstehen müssen, aber wenn man die Zusammenhänge erkennt, dann kann man auch diese Zusammenhänge erklären, warum jeder Einzelne das in einer bestimmten Form durchsteht. Und das ist manchmal schwierig, wenn ich dann auch Fragen bekomme, ja, wie könnt ihr das und das und so beantworten oder so sehen, wenn ich merke dann im Prinzip anhand der Aussagen von den Briefen, die wir bekommen, dass sie einfach diese Gesetze der Natur nie gelesen haben. Und wenn man eben halt diese Bücher auch nicht gelesen hat, und das ist manchmal ganz schön schwierig, weil man kann es nämlich studieren, dann wird es auch schwierig, manche Aussage von uns dann richtig zuordnen zu können. Und so entstehen dann natürlich auch viele Missverständnisse. Ja gut, wenn jemand wie der Blinde von der Farbe redet, weil er mitreden möchte, ohne zu wissen, über was er eigentlich spricht, dann können nur Missverständnisse aufkommen. Aber auch da, auch wenn ihr so etwas erlebt, man muss in der Ruhe bleiben. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir selber dann Stress herbeiholen und heraufbeschwören, sondern auch wir müssen lernen, auch Andreas und ich hier immer wieder in die Ruhe zu kommen, uns innerlich auszurichten und die Dinge einfach möglichst dann auch sachlich und geistig durchzustehen. Also worüber habe ich gerade gesprochen? Es ist eine Meldung von Apollo News. Ja, und da heißt es, dass immer mehr Pläne bestehen, die ein festes CO2-Limit für jeden Bürger vorsehen. Und das würde unter anderem Flugbeschränkungen bedeuten. Hier wird zum Beispiel genannt der Reiseanbieter Intrepid und der formuliert ein Konzept jetzt aus. Und dieses Reiseunternehmen hat letztes Jahr einen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Sustainable Future for Travel, also nachhaltige Zukunft für die Reisebranche. Und hier wird dann gefordert, dass im Namen der Nachhaltigkeit der gesamte Tourismus umgekrempelt werden muss. So wie man ihn bisher kennt, soll er nicht mehr standhalten können und dürfen. Denn diesem Reiseveranstalter, ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche, Interpid, zufolge nähern wir uns einem gefährlichen Kipppunkt. Für rund 10% aller Treibhausgasemissionen sei der Tourismussektor verantwortlich, also neben den pupsenden Kühen und den schreienden Babys und den Benzinern und Dieseln sind es jetzt dann die Reisenden. Und da muss man natürlich, heißt es hier, der Verantwortung nachkommen. Und deswegen sei völlig unabdingbar, dass in Zukunft wir Menschen CO2-Pässe bekommen. Und dies liegt eben am Wandel der Werte, heißt es. Das ist die Begründung, sowie eben auch dem Wandel der Werte in der Gesellschaft, wie auch in der Politik. Und eben schon in einigen Jahren würde man kaum noch eine jüngere Person ohne einen sogenannten CO2-Tracker sehen. In dem Bericht heißt es weiter, ein persönliches Kohlenstoffemissionslimit wird zur neuen Normalität werden. Und der derzeitige weltweite Tourismusboom, der zeige, dass der Gedanke noch weit verbreitet sei, so viel und so oft fliegen zu können, wie der Geldbeutel es überhaupt zulässt,
Das allerdings werde sich in Zukunft ändern. Andreas, wieder eine Verschwörungstheorie, die gerade am Aufploppen ist. Naja, unterm Strich gesehen geht die Nummer einfach weiter. Die Verschwörungstheorie ist ja die CO2-basierte Klimaerwärmung. Das ist die Verschwörungstheorie, die man verschwörungspraktischerweise umgesetzt hat. Die Verschwörungstheoretiker sitzen beim IPCC in Brandenburg, in Potsdam und basteln dann verschwörungspraktische Modelle zusammen, die nichts mit Theorien zu tun haben, also nicht wissenschaftlich sind, setzen sich aber die Überschrift der Wissenschaft oben drüber. Und das ist wirklich unredlich und auch ein Affront an alle ernstzunehmenden Wissenschaftler. Aber da die Menschen mittlerweile so verblödet sind und mit irgendwelchen Paraden sexualisiert durch die Stadt laufen oder eben Dschungelcamp gucken und so weiter, dann darf man sich nicht darüber wundern, im Prinzip, dass man ihnen auch einen solchen Unsinn verkaufen kann. Da wird erklärt, dass die Antarktis zum Beispiel die sich auflöst und mittlerweile eben halt schmilzt. Stattdessen wird sie tendenziös kälter. Wir sehen das auch insgesamt gesehen, dass wir überhaupt keine besonderen Wetterphänomene haben, sondern ganz normale, wenn man das mal über Jahrtausende mal rückrechnet, und das kann man machen über bestimmte physikalische Methoden. Mit Bohrkernen kann man erkennen, wie waren die einzelnen Zeiten, wie waren die einzelnen Klimazonen, die einzelnen Wettereinheiten und so weiter. Aber es spielt keine Rolle. Man will es einfach durchziehen, und das Ziel ist, die Menschen letztendlich in die eine Sklaverei hineinzubekommen. Also das heißt, komplett zu beuteln und einen CO2-Ausweis. Ich habe gerade gehört, das soll jetzt auch beispielsweise einen neuen virtuellen Führerschein geben. Das heißt, man bekommt keinen Führerschein mehr, habe ich gerade gelesen und gehört, dass man dann quasi mit seinem Namen und mit einer Identifizierungsnummer einen Führerschein hat, und man kann ihn gar nicht abgenommen bekommen, sondern man kann ihn einfach abschalten und dann hat man keinen mehr. Und da es kein Dokument mehr gibt in den Händen, was man hält, kann er nicht mal mehr weggenommen werden, oder man kann sich einen Ersatz drucken, weil der nur noch virtuell sein könnte. Das sind alles die Gedanken, die dahingehen, die Menschen daran zu hindern, auch zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Ja, und wie gerne man jetzt doch diese ganze Welt noch schneller umändern, umkrempeln möchte, das zeigt die nächste Meldung von Euraktiv. Die hatten wir auch schon eingestellt, ich glaube gestern, und die hat mich doch auch mir wieder vor Augen geführt und zeigt uns allen, dass man jetzt unter Hochdruck offenbar alles versucht, um doch diese ganzen Themen, die wir hier immer als Spekulation oder Verschwörungstheorie ja auch bezeichnet haben, aber immer darauf hingewiesen haben, dass es so kommen könnte, um das jetzt, Andreas, ganz schnell umzusetzen. Man hat das Gefühl, dass sie davon ausgehen, dass es nur noch ein winziges Zeitfenster gibt, das ihnen bleibt, um die Herrschaft über den Globus zu erlangen. Und hier heißt es also bei Euraktiv, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, im Rahmen ihres Mandats, also wissenschaftliche Gutachten veröffentlicht zu aktuellen Themen in der Debatte über Lebensmittelsysteme. Und nicht erst seit den Bauernprotesten, sondern auch in den letzten Jahren haben wir oft gesehen, dass landwirtschaftliche Betriebe im großen Stil plötzlich abgebrannt sind, Produktionsstätten für Lebensmittel, Tierverarbeitungsproduktionsstätten, die brannten, die explodierten. Und man fragte sich auch da, steht da etwa ein Plan hinter? Kann kein Mensch beweisen, aber wir können die Dinge wahrnehmen. Und hier geht es jetzt auch bei der EU, bei dieser Lebensmittelbehörde, wieder darum, wie der Mensch sich in Zukunft zu ernähren hat. In der Überschrift lautet der Artikel:
Chef der EU-Lebensmittelbehörde, Doppelpunkt, wir müssen uns anders ernähren. Der Mann heißt Bernhard Url und der ist voraussichtlich im Mai, nach 10 Jahren wird er ausscheiden, da an der Spitze der EFSA. Vielleicht traut er sich auch deswegen, sowas auszusprechen und in die öffentliche Debatte zu bringen, denn im Zusammenhang mit dem Green Deal, das ist ja der Lieblingsplan der grünen Ursula in der EU, und auch im Zusammenhang mit der Umgestaltung der gesamten Lebensmittelsysteme, das ist nun mal das Vorhaben, hat Herr Url gegenüber Euraktiv erklärt, dass 2 Dinge nicht ausreichend angesprochen werden. Und das müsste er jetzt offenbar dann anstoßen. Er sagt, das will einfach kein Politiker sagen, nämlich, dass wir uns jetzt anders ernähren müssen, um eine nachhaltige Umgestaltung der Lebensmittelsysteme zu erreichen. Der Herr vorher, als es ums Fliegen ging, hat über eine nachhaltige Umgestaltung des Flugverkehrs und des Reiseverhaltens gesprochen. Andreas, wie angekündigt, alles wird dieser sogenannten Klimaagenda unterworfen. Richtig, und zwar diesem Narrativ der Klimaagenda. Denn diese Klimaerwärmung ist ja eben halt genau der Punkt, der nicht mal mehr hinterfragt werden darf. Und das geht ja so weit, dass man dann schon als Klimaleugner und irgendwann kommt der Punkt, wo es dann auch kriminalisiert wird, wo man dann im Prinzip Klimafragen stellt oder die Klimathese, nicht mal die These, sondern die Klimamodelle. Nochmal, es sind Klimamodelle. Die sind nicht mal beweisbar, nicht mal logisch aufzubauen, sondern das hängt damit zusammen, dass man ein Computerprogramm hat und dieses Computerprogramm macht Prognosen. Und die Prognosen, die da rauskommen, die hängen davon ab, was man dort an Daten eingibt. Und wenn man dann mehr als 5 oder 6 Daten hat, die man eingibt, die variabel sind, sind die Prognosen nichts mehr wert. Jeder Mathematiker weiß das, weil zu viele Faktoren eingreifen können auf einen dieser Parameter, die das gesamte Modell zum Scheitern bringen. Hier sind es aber 50 und noch mehr Variablen, die dort eingegeben werden. Das heißt, man kann dieses Programm dann nur so steuern, dass man eine Tendenz vorgibt, Worst Case und Klimaerwärmung. Und wenn man diese Grundlagen vorauslegt, dann kann man natürlich solche Modelle regelrecht konstruieren. Das sind keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern das sind wissenschaftliche Modelle, die man selber baut. Das ist wie eine Zeichnung, die man macht, wie man sich das vorstellt und sagt, so stellen wir uns das vor und ich habe die Tendenz da und dazu. Aber die Tendenz lässt man vorher weg. Man sagt nicht, dass man sie hat. Und man stellt es dann so dar, als wäre das eine objektive Erkenntnis, die die Wissenschaft erforscht hat. Und das ist einfach die Unwahrheit. Und das sage ich ganz einfach, solange ich das noch straffrei machen kann. Ja, es ist ja deine Meinung, die du hier äußerst. Ich möchte gerne wieder darauf hinweisen, auch wenn ich dann wieder von irgendwelchen Frauen zurechtgewiesen werde, dass ich zu streng mit dir bin und dass ich dich ungerecht behandle, Andreas. Hier darfst du deine Meinung sagen, solange du sie als deine Meinung offenbarst. Ja, danke, meine lieben Fans, die immer wieder dann uns hinschreiben und sagen, wie kann es sein, dass die Eva so mit mir umgeht? Also bleibt ganz entspannt. Es ist viel, viel weniger schlimm, als es sich wahrscheinlich anhören mag. Ich weiß gar nicht. Also ich meine, wenn wir hier ein bisschen nachdrücklich sind in diesen Punkten, darüber haben wir neulich schon gesprochen, dann einfach um hier diese Arbeit so lange wie möglich für euch machen zu können. Wir machen sie auch für uns, das gebe ich wirklich zu, weil es heißt in diesen Zeiten, dass man wachsam bleiben muss, noch wachsamer als je zuvor. Und das kann man nur sein, wenn man weiß, was passiert und was abgeht. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir in diesen Themen, auch wenn es manchmal anstrengend ist, suchen und arbeiten dürfen, um herauszufinden, wie sich die Dinge entwickeln könnten, um euch dann vielleicht auch darüber zu informieren, wie ihr euch vorbereiten könntet. Ist ja immer eure eigene Entscheidung. Und dafür muss man dann eben manchmal ein bisschen strenger sein, damit wir das hier einfach noch ein bisschen machen können. Wenn dann jemand kommt und sagt, die erzählen da was und Verschwörungstheorien und kennzeichnen das nicht als ihre eigene Meinung, dann haben wir wieder Schlagzeilen in den großen Nachrichten, Magazinen. Und irgendwann sagen wir dann auch, dann haben wir wirklich keine Lust mehr, das zu machen. Aber davon sind wir jetzt noch weit entfernt. Wir sind jetzt gerade noch mal hier bei der Euraktiv-Mitteilung und der Umgestaltung
der Lebensmittelsysteme in der EU. Andreas, es ist ja immer spannend, wenn wir sehen, dass all solche Pläne hauptsächlich ersonnen werden in Brüssel, in Straßburg, in Berlin. Es sind eigentlich immer die EU und Deutschland, die solche Dinge vorantreiben. EU ist ja auch eine deutsche Präsidentin, die will übrigens weitere 5 Jahre jetzt machen. Okay, und hier spricht man davon, dass das ja ein ganz schwieriges Thema sei, über die Lebensmittel jetzt zu sprechen, beziehungsweise unser Verhalten in Frage zu stellen. Denn hier heißt es, wenn Politiker den Menschen sagen, dass sie ihre Ernährung ändern sollen, dann könnte dies zu einer enormen Gegenreaktion führen. Außerdem, das sagt eben dieser Vorsitzende immer noch, sei Essen sehr emotional und es steckten viele Werte dahinter. Er warnte, dass eine hitzige Debatte unvermeidlich sei. Und die Debatte, so betonte er, sollte über die Angebotsseite hinausgehen. Wir müssen auch die Nachfrageseite betrachten. Also, wir müssen die Veränderung des Lebensmittelkonsums angehen. Da sind wir doch direkt wieder bei deinem Lieblingsagiteur. Wie heißt er denn? Klaus Schwab, der uns Insekten empfiehlt. Naja, wir haben eine Situation, dass die Menschen, die hier etwas steuern oder Entscheidungen treffen, das war ja die wesentliche Aussage, aus der EU oder von irgendwelchen großen Verbänden kommen, also unmittelbar einer bestimmten Finanzelite unterliegen, die auf der anderen Seite natürlich gerade dabei sind, sich die Märkte der Lebensmittel, wie man sie jetzt vorbereitet, zu sichern, um damit die Profite zu machen. Denn wenn es heißt, wir müssen Insekten essen, dann müssen wir immer gucken, wer ist denn an diesen Insekten investiert. Und wenn ich sehe, wie viel Gelder alleine durch die Bill und Melinda Gates Stiftung in diese Entwicklung der insektenbasierten Nahrungsmittel gehen oder in den Nahrungsmitteln, die man über 3D-Druck beispielsweise produziert mit irgendwelchen Zellulose und so weiter. Man isst quasi gewissermaßen Kunststoffe statt Lebensmittel. All diese Dinge. Oder beispielsweise auch der Ackerbau. Da sind wir wieder bei Bill und Melinda Gates, interessanterweise. Aber das sind natürlich auch andere, Soros und wie sie alle heißen, die in diesen Bereichen natürlich ganz aktiv sind und sich hier ihren Markt bereiten. Das heißt, es wird jetzt momentan gesät, aber auf der Finanzebene. Und aus diesem Grunde, wenn man dann irgendwann ernten will, nämlich mit dem großen Profit, lässt man die eigentlichen Experten oder die Leistungsträger, die zum Beispiel für das Essen sorgen, zum Beispiel die Bauern. Es gibt Agrarökonomen, das sind Wissenschaftler, das sind studierte Bauern. Das ist ein ganz wichtiger Zweig. Die kommen überhaupt nicht zum Zuge damit, um zum Thema Ernährung überhaupt Stellung zu beziehen. Was ist mit den vielen Biologen und Chemikern oder Biochemikern, die tatsächlich was zu dieser CO2-basierten Klimaerwärmung zur angeblichen sagen? Könnten. Stattdessen sind es immer nur irgendwelche Funktionäre und diese Funktionäre haben nur teilweise wissenschaftlichen Hintergrund. Die meisten sind im Bereich der Public Relation, also in der Werbung tätig, also in der Propagandashow. Ja, und wissenschaftlicher Hintergrund heißt ja auch nicht immer, dass es dann zutreffend ist, was da geäußert wird. Da haben wir ja in der Mikrobenkrise einige Erfahrungen machen dürfen, als sich sogenannte Wissenschaftler regelmäßig vor die Presse gestellt haben und referiert haben über die Gefahr der Mikrobe. Naja gut, das haben wir ja heute auch noch. Also wenn ich mir ansehe, beispielsweise einen Bundesgesundheitsminister, der ja momentan so ein bisschen abgetaucht ist mal wieder, aber was da letztendlich an schwersten Schäden entstanden ist. Und ich möchte nochmal daran erinnern, im Jahre 2020 gab es keine erhöhte Sterblichkeit, aber man hat einen riesen Zinnober gemacht, um die Menschen davor zu schützen, zu bewahren, angeblich, damit sie auf gar keinen Fall sterben würden und jetzt alle an diesem Coronavirus draufgehen. So kam einem das vor. Stattdessen sind die Menschen massenweise in den Altenheimen gestorben aus Einsamkeit, wie wir heute wissen. Aber was passiert eigentlich heute? Heute haben wir nachweislich Mortalitätsraten, also Sterblichkeitsraten, ob das Krebs ist oder irgendwelche Herzerkrankungen oder sonstige Dinge, die extreme Steigerungsraten mitgebracht haben. Und man fragt sich an der Stelle,
Wo bleibt jetzt eigentlich der Aufschrei, dass man sagt, um Himmels Willen, wie können wir das verhindern? Was sind denn die Ursachen? Was passiert denn da gerade? Und nichts dergleichen kommt. Und das ist das Totalversagen, wenn wir nicht mit Wissenschaftlern zu tun haben, sondern mit Funktionären, selbst wenn sie in irgendeinem Professor- oder Doktortitel noch haben. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu den aktuellen Meldungen. Man hat ja den Eindruck, die Bauernproteste, die Landwirte, die Spediteure, die Brummifahrer, die Taxifahrer sind es in Frankreich jetzt, die eingestiegen sind. In Antwerpen wurde der ganze Hafen heute lahmgelegt. Kaum jemand berichtet darüber. Zum Glück schicken immer wieder doch Teilnehmer dieser Demos dann auch Videos. Die werden meistens bei dem Kanal Bauern und Verbraucher hochgeladen. Da verlinken wir auch viel. Und man sieht, es geht weit über alle Grenzen hinaus. In Spanien wird demonstriert, in Portugal inzwischen, Andreas. Und alle Bauern in Osteuropa, da kommen wir gleich noch drauf, alle Landwirte sind inzwischen sauer, weil die Repressalien von Seiten des Gesetzgebers immer größer werden. Gesetzesänderungen, damit das Leben schwerer gemacht wird. Flächenstilllegungen, dafür werden Vorschriften gemacht. Unnötiger Bürokratieaufwand. Wir haben neulich darüber gesprochen, manche sollen ihren ganzen Tagesablauf fotografieren und hochladen, während es ja eigentlich hieß, dass das Satelliten machen. Schlimm genug, diese ganze Kontrolle. Also das heißt, auch hier wird für Chaos gesorgt und auch die deutschen Bauern, die haben jetzt echt den Kaffee auf. Also anders kann man das nicht mehr hier deuten. Und wir gehen mal in eine Bildmeldung rein. In Biberach ist der politische Aschermittwoch, das ist ja eine traditionelle Veranstaltung, der Grünen abgesagt worden wegen der Wutbauern, heißt es in der Überschrift. Die Vorsitzende des Kreisverbands Biberach, nee, der Vorsitzende, Michael Groß heißt der, der hat eine aggressive Stimmung bei den Demonstrationen im Umfeld als Grund genannt, denn da hatte es tatsächlich massive Proteste und Blockaden gegeben. Es gibt auch Bilder, wo eine Autoscheibe leicht, die ist nicht durchgeschlagen worden, es ist wie so ein leichter Steinschlag. Das Ganze wird jetzt ausgelegt als chaotische Situation, Scheibe eingeschlagen. Es soll sich laut SWR aktuell um ein Begleitfahrzeug von Landwirtschaftsminister Özdemir gehandelt haben. Lange Rede, kurzer Sinn, die Grünen haben das jetzt abgesagt. Die treten dort nicht auf, sagen, das ist aber schade. Und eigentlich, Andreas, erleben die Grünen mit diesen Vorkommnissen das, was die AfD schon lange kennt? Naja, also es ist wirklich alles so eindeutig, was hier läuft. Das Thema aggressive Bauern. Aggression gibt es förderlicher Art und destruktiver Art. Das Interessante ist, dass wir mittlerweile mit dem Begriff Aggression immer etwas Destruktives, Schlechtes verbinden. Aggression ist ein inneres Feuer, das in einem brennt und aus diesem inneren Feuer heraus ich versuche, etwas umzusetzen, in dem Sinne, wie ich mir das vorstelle. Und die Bauern, die gekämpft haben jetzt für, nicht gegen, für ihre Freiheit, die haben einen Verteidigungskampf begonnen, keinen Angriffskrank. Aggressive Bauern klingt immer so, als ob sie gegen die Systeme, gegen die Grünen und gegen die Politik vorgehen. Nein, die Politik geht gegen die Bauern vor. Die Bauern befinden sich in einem Verteidigungskrieg. Nichts anderes ist das. Und das ist eine förderliche Aggression, sich zu verteidigen. Dadurch, dass man das aber einfach links liegen lässt, aussitzt, sie einfach ignoriert, sie verhöhnt durch diese Art, wie man mit ihnen umgeht. Und da gehört eben halt auch ein Özdemir dazu, der sie ganz klar verhöhnt und verachtet mit seiner Art, wie er mit ihnen umgeht. Und dann wundert er sich oder dann wundert man sich, dass diese Aggression, die vorher günstig war, dass die plötzlich destruktiv wird und die Leute dann irgendwann wütend werden. Und das sind doch die logischen Entwicklungen, die man selbst von der Politik her zu verantworten hat. Also die Bauern damit aggressiv zu etikettieren, ist wirklich eine völlige Fehlkalkulation und es ist falsch. Ja, genau. Also Sie haben ja auch Grund für Wut. Vor allem, es tut sich nichts. Die Ampel setzt sich ja mit dem Hintern drauf und beschließt trotzdem einfach weiter,
was beschlossen werden sollte, wogegen sie nämlich genau gerade protestieren. Und bei diesem politischen Aschermittwoch, das möchte ich vielleicht noch kurz nachtragen, oh, das war also ein Großkopfertentreffen, da sollte nicht nur Herr Özdemir, der, glaube ich, gerade noch seinen Auftritt hinbekommen hatte, sprechen, aber die anderen nicht mehr. Und das ist immerhin Waschlappenkretsche gewesen, also der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, dann die Bundesvorsitzende Ricarda Lang, die hättest du bestimmt gerne gehört, Andreas, und der ehemalige Umweltminister, der hat ja nun auch einige Ideen zu den Transformationsplänen, Jürgen Trittin, der vor 5 Wochen aus dem Bundestag ausgeschieden ist und jetzt vielleicht dann noch ein bisschen mehr Gas gibt. Ja, also wir nehmen das einfach nur noch zur Kenntnis, wie das Ganze hier läuft. Das heißt also, man gerät hier in eine Unsicherheit natürlich auch. Das darf man nicht vergessen, weil sie merken, dass der Zorn der Bürger immer stärker gegen sie wird. Und da ist denn so eine Verwirrung da. Du hast gerade völlig zu Recht gesagt, die AfD beispielsweise, die ist gewohnt von Anfang an dermaßen malträtiert zu werden mit Unrecht und mit Gegenbehauptungen. Es kommen überhaupt keine Sachthemen in Frage. Also ich habe mir einige Interviews angeguckt oder auch irgendwelche Talkshows, wo dann AfD-Leute mal eingeladen wurde. In dem Moment, wenn einer von der AfD war, ging es nur um das Thema Rechts und um die Angriffe, dass es eigentlich nur noch um einen Verteidigungskrieg ging von den AfD-Leuten, weil permanent nur irgendwo der Müll rübergekippt wurde. Das ist das Hauptproblem. Und daran erkennt man, dass man auf jeden Fall vermeiden will, in eine Sachdiskussion für die Menschen zu kommen. Denn davor hat man offenbar Angst. Und ich kann manchmal die Frau Weidel, das muss ich einfach so sagen, so verstehen, wenn ich manchmal so in ihre Augen sehe, und sie ist ja eine brillante Rhetorikerin, eine klare, strukturierte Denkerin, die muss ja irre werden, wenn sie in einem solchen Tollhaus sich befindet und nur noch mit Leuten zu tun hat, die absolut nichts mehr von dem verstehen, was sie da eigentlich sagen. Entschuldigung, aber das ist meine Meinung. Ja, die Meinung teile ich von dir. Natürlich, weil wir sehen ja alle, es ist alles nur noch rechts, rechts, rechts. Dabei läuft der Schleim aus dem Mund und man weiß schon gar nicht mehr, wie man seine Gedanken klar ordnen kann. Alles das, was mal gegolten hat als richtig, das steht auf dem Kopf. Und wir sehen also nicht nur in Spanien, in Frankreich, in Italien, in Deutschland, in Belgien, in Holland wird demonstriert, sondern auch Osteuropa steigt jetzt wohl komplett ein. Da hat man sich gestern getroffen, also aus mittel- und osteuropäischen Ländern in Polen, und zwar umfangreich die Vertreter aus Landwirtschaftsorganisationen. Und die wollen eine Organisation bilden von gemeinsamen Protesten gegen die Agrarpolitik der Europäischen Union. Diese internationalen Proteste sollen am 22. Februar stattfinden. Ist noch ein paar Tage hin. Und es hat sich dazu geäußert, die Sprecherin zum Beispiel der tschechischen Landwirtschaftskammer, Frau Pankowa. Und die hat gegenüber Euraktiv erklärt, dem Portal, dass die internationalen Proteste von Delegationen aus der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen, Ungarn, Litauen und Lettland vereinbart wurden. Auch weitere europäische Länder wurden eingeladen, sich anzuschließen. Und es geht einfach darum, sagt auch der Präsident der tschechischen Landwirtschaftskammer, Dolezal, Jan Dolezal heißt er, es gehe vor allem darum, diese existenziellen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, anzugehen. Und man plant, zu den Grenzübergängen zu fahren. Mehr will man erstmal nicht bekannt geben. Und die Koordination unter den europäischen Landwirten ist laut dem Präsidenten der tschechischen Landwirtschaftskammer die einzige Chance, auf die verzweifelte Lage aufmerksam zu machen, in der sich die europäische Landwirtschaft derzeit befindet, und eben Druck auszuüben auf europäische und tschechische Politiker, damit sie endlich Maßnahmen ergreifen
die den Landwirten tatsächlich helfen. Ja, und gerade die Osteuropäer haben natürlich noch Erfahrungen, die in ihren Genen mit Sicherheit noch Amok laufen, wenn sie gerade diesen neuen Sozialismus wieder spüren, weil sie sehr stark, ob direkt oder indirekt oder mehr oder weniger, durch die Sowjetunion damals unter Druck standen oder im Rahmen der DDR beispielsweise. Und deshalb sehen wir ja auch die Überlegenheit der ostdeutschen Bürger, was die Kritikfähigkeit anbelangt, was die Hinterfragung anbelangt. Da sind ja die Westdeutschen über Generationen doch in einer wesentlich gehirngewascheneren Grundhaltung mittlerweile angelangt. Und der Osten holt natürlich auch auf, das muss man ganz klar sagen, weil die jungen Generationen auf die Informationen der Eltern angewiesen sind. Und man versucht natürlich auch, das immer mehr zu verwässern, das Ganze. Und Michael Nehls, den wir ja genommen haben, auch mit in unserem Kongress, ein ganz wichtiger Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat. Und ich werde mit ihm ein Gespräch darüber führen und hatte schon mehrere Vorgespräche, wie man nämlich das Gehirn manipuliert, um die Vergangenheit zu löschen, bei Menschen tatsächlich die Vergangenheit, ihre Erinnerungen löschen zu lassen, durch ganz konkrete medizinische Maßnahmen und auch durch psychologische Maßnahmen, wie das geht. Darüber werde ich sprechen und vor allem, wie man sich dagegen auch wehrt. Und lange Rede, kurzer Sinn, die Osteuropäer und auch die Ostdeutschen sind diejenigen, die natürlich der EU noch gefährlich werden können. Und man kann jetzt wirklich fast darauf nur hoffen und bauen, dass die sich jetzt nicht unterbekommen lassen, sondern wirklich frei weiterdenken, so wie sie es bisher gezeigt haben. Zumindest große Teile davon. Ja, und es wird versucht, die Freiheit und vor allem eine geordnete Lebensmittelversorgung auf natürlicher Basis zu verteidigen, solange es geht. Aber ihr merkt, es geht hier um einen Existenzkampf, der uns alle angeht. Denn es geht nicht nur um den Erhalt der Existenzen von Bauern und Landwirten und Taxifahrern und Brummifahrern. Es geht um uns alle. Ja, und man muss jetzt vor allem auch eines nochmal ganz klar sagen, die ganz normalen konventionellen Bauern, die sind nicht alle so wahnsinnig naturverbunden und die sind nicht alle jetzt letztendlich dabei im Bauen hier biologische Nahrungsmittel an, eben nicht, auch das nicht. Aus diesem Grunde dienen diese Bauernproteste auch dazu, das gesamte Thema der Lebensmittelversorgung wieder in den Fokus zu bringen, damit die Bauern auch wieder genügend Geld verdienen, tatsächlich biologisch saubere Waren oder Lebensmittel anzubauen, so ist es richtig, ohne eben halt mit schwersten Pestiziden zu arbeiten oder arbeiten zu müssen, um überhaupt noch überlebensfähig zu sein. Also alle diese Dinge, die gehören natürlich auch auf den Prüfstand, aber man versucht es ja quasi alles mit der Keule rechts wegzubiegen. Ja, und wir kommen zur nächsten Meldung, die ist gerade erst hier reingekommen. Und das ist eine Meldung von Apollo News. Also da muss man wirklich sagen, die Kollegen da bei Apollo News, das ist ja auch eine relativ junge Redaktion, freie Medien, die sind wirklich in der Recherche klasse. Genauso wie News, zugehörig zu Julian Reichelt, dem ehemaligen Bildchef. Also da hat sich schon eine wirklich beachtliche Gegenoffensive bei den freien Medien entwickelt und man kann nur froh sein. Und nicht nur die, auch der Cicero, dieses Magazin, ist ja wirklich auf Wegen unterwegs, um aufzudecken. Und ja, jetzt kommt heute was wirklich Schönes raus. Das geht nämlich um Herrn Habeck, der ja die Unterlagen zum Atomausstieg unter Geheimhaltung bewahren wollte. Und diese Haltung ist rechtswidrig. Also, wir haben neulich schon mal darüber gesprochen. Der Cicero hatte schon vor 1,5 Jahren, also im Juli 2022, beim Bundeswirtschaftsministerium Akten angefragt zur jüngeren Atomkraftdebatte. Denn wir wissen alle, so ziemlich alle Länder rüsten, was die Atomkraft, die Kernkraft angeht, auf, während Deutschland alles abgeschaltet hat, zerstört hat und gesagt hat, ist für uns keine Option mehr. Und da hat Cicero gesagt, also so geht es ja jetzt auch nicht, da wollen wir mal nachhaken.
Und das Ministerium um Robert Habeck herum hat sich beharrlich geweigert, die Akten rauszurücken. Der Cicero entschied daraufhin, das Wirtschaftsministerium zu verklagen. Mit Erfolg. Nach nur zwei mündlichen Verhandlungen hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden, dass das Verweigern der Akteneinsicht rechtswidrig ist. Das Gericht hat weiter erklärt, der Kläger hat Anspruch auf Zugang zu den nicht offengelegten Unterlagen. Und das Ministerium hatte über den gesamten Prozess hin argumentiert, dass die Geheimhaltung der Akten geboten sei und demnach hätte die Offenlegung interner E-Mails, Vermerke und anderer Dokumente nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit der Beratungen innerhalb der Bundesregierung. Und Habecks Wirtschaftsministerium hat zudem erklärt, dass die Ampel einen dringenden Bedarf an einem geschützten Raum habe. Dies sei, Andreas, da würde ich gleich gerne von dir mal einen Platz dazu hören, dies sei unabdingbar für strategisch-taktische und politische Bewertungen bzw. Positionierungen, dass der Ausstieg aus der Atomkraft bereits 2023 vollzogen wurde, sei irrelevant. So die Argumentation. Naja, das ist natürlich ein intellektueller Offenbarungseid. Und wenn es hier um strategische und politische Bewertungen geht, die man im geschlossenen Raum, also am Volk vorbei, entscheiden will, politische Strategien sind da quasi hinter. Also was haben wir vor? Und die politischen Strategien haben immer was mit Parteien zu tun. Und Parteien haben nur einen Zweck, zu wachsen. Das heißt, Wähler abzugreifen, Wählerstimmen zu holen. Mit anderen Worten, die Wähler sollen auf gar keinen Fall wissen, was die Politiker eigentlich vorhaben. Und das ist ein Demokratieverständnis, was klassisch diktatorisch ist, ganz klassisch. Das heißt, es wird entschieden, ich entscheide, du Volk hast zu folgen. So einfach ist das Ganze. Und das sind so ganz klassische Merkmale, wie wir sie ja zurzeit jeden Tag mehrfach haben, wo das Demokratieverständnis eigentlich schon der Begriff Demokratie, den man damit reinbringt, ist schon im Prinzip eine Beleidigung des Begriffes der Demokratie. Also die Ampel als demokratisch legitimierte Regierung zu bezeichnen, halte ich schon für eine Beleidigung des Begriffes Demokratie, denn es handelt sich hier um eine eher Ochlokratie. Ochlokratie ist die Herrschaft des Pöbels, um das mal ganz deutlich zu sagen. Gibt es einen Fachbegriff für Ochlokratie? Sollte man sich merken. Ach, gucke mal. Siehst du, haben wir wieder was gelernt. Ja, und das sind mutige Richter hier. Ich meine, mit wem legen die sich an, diese Verwaltungsgerichtsjuristen? Die sagen, die folgen also der Argumentation aus dem Wirtschaftsministerium nicht, sondern der zuständige Richter sagt, die Unterlagen beziehen sich auf einen abgeschlossenen Beratungsprozess. Ihr Gegenstand ist die Entscheidung der Bundesregierung, einzelne Kernkraftwerke zur Gewährleistung der infolge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine gefährdeten Energieversorgungssicherheit in einem Reservebetrieb bzw. befristeten Streckbetrieb weiter zu betreiben. Ja, noch ist das Ganze nicht vollzogen. Das Wirtschaftsministerium muss jetzt, diesem Urteil zufolge, Cicero also zahlreiche Unterlagen zugänglich machen. Unter anderem soll es dabei übrigens auch um die Trauzeugenaffäre von Patrick Greichen, dem ehemaligen Habeck-Staatssekretär, gehen. Aber wie gesagt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Herr Habeck und seine Leute haben die Möglichkeit, binnen eines Monats Berufung einzureichen beim Oberlandesgericht. Wir sind gespannt, wie diese Sache weitergeht und ob man beim Oberlandesgericht auch der Sache so mutig entgegentrifft. Wir kommen zum nächsten Thema, ein ziemliches Aufregerthema. Jedenfalls haben wir beide gestern nach Luft geschnappt, als wir das gelesen haben. Und zwar, das ist jetzt eine Meldung von News. Ich möchte das immer gleich vorweg sagen, damit ich es nicht vergesse. Das gehört nun mal dazu. Genau. Bundeskanzler Scholz hat sich kurz vor dieser angeblichen Geheimkonferenz in Potsdam, in diesem Landhaus Adlon, mit Vertretern des Faktenfinder-Portals Korrektiv getroffen. Und da fangen doch nun wirklich mal
einige denkende Geister an, Fragen zu stellen. Was ist das denn eigentlich für eine Verbindung? Wenn wir also wissen, dass nicht nur diese vielen organisierten Demos gegen rechts, die jetzt überall stattfinden, überhaupt erst ausgelöst wurden durch dieses angeblich geheime Treffen, wo man eine Deportation gefordert haben soll, was längst widerlegt wurde. Es traut sich auch inzwischen keiner mehr zu schreiben. Aber was offenbar der Auslöser vielleicht sogar gewesen sein sollte, damit Nancy Faeser im Innenministerium und Lisa Paus im Familienministerium jetzt ich habe nicht gesagt, dass sie es sind, aber wie Kampffeministinnen das ganze Land auf rechts, auf Herz und Nieren untersuchen und ganz viele Gesetzesänderungen vorhaben, dann fragt man sich, welche Rolle hat denn jetzt Herr Scholz hier gespielt? Und also, wie kommt man überhaupt darauf? Es ist eine Anfrage gestellt worden, eine schriftliche Frage des AfD-Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf an die Bundesregierung. Und zwar, wie oft hat sich überhaupt die Bundesregierung mit Korrektivleuten vor diesem besagten sogenannten Geheimtreffen getroffen? Und dementsprechend kam es ganz unmittelbar vor diesem Geheimtreffen, ich sage es in Anführung, am 25. November letzten Jahres in Potsdam, zu zwei Begegnungen zwischen der Korrektivgeschäftsführerin, die heißt Jeanette Gusko, und Vertretern des Bundeskanzleramtes. Und Scholz selbst persönlich hat Frau Gusko nur 8 Tage vor dieser Konferenz getroffen am Lenitzsee. Und in der Antwort der Bundesregierung auf die Frage nach dem Treffen zwischen den Vertretern der Bundesregierung und Korrektiv heißt es wortwörtlich: Eine Begegnung des Bundeskanzlers mit der Geschäftsführerin von Korrektiv, Frau Gusko, hat spontan am Rande der Konferenz Ostdeutschland 2030 am 17.11.2023 stattgefunden. Und 10 Tage vorher, am 7. November, hat eine Diskussionsrunde im Bundeskanzleramt stattgefunden, bei der die Korrektivgeschäftsführerin Jeanette Gusko auch wieder teilgenommen hatte. Unter anderem hat sie da getroffen den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider von der SPD. Und zählt man die bislang bekannten, nicht öffentlichen Treffen und Diskussionsveranstaltungen aus den letzten 4 Jahren zusammen, heißt es hier, haben sich Regierungsvertreter und Korrektivjournalisten insgesamt 11-mal aufeinander getroffen. Ja, aber immer zufällig und ganz spontan wahrscheinlich, so wird es dargestellt werden. Das sind ja Dimensionen, wie Sie erinnern, an große Skandale, und ich denke da an Watergate beispielsweise mit Richard Nixon, wo also quasi mit doppelten Spielen und mit einflussnahmenden Wahlen manipuliert wurden. Und darum geht es hier ja auch. Es geht ja um zukünftige Landtagswahlen, die man versucht mit irgendwelchen wirklich zweifelhaften Methoden, ich glaube sogar kriminellen Methoden, indem man die linksradikale Organisation und Plattform, die sich Korrektiv nennt und sich unter der falschen Flagge Faktenchecker versteckt, dass die sich treffen heimlich mit einem Bundeskanzler, das kommt ja erst dann heimlich raus, nachdem dann Nachfragen gemacht wurden, und die gleichzeitig diese linksradikale Plattform Korrektiv mit dem Bundesverfassungsschutz arbeitet, mit einem hochzweifelhaften Bundesverfassungsschutzpräsidenten Haldenwang, von dem wir gehört haben in einem Interview von Herrn Maaßen beispielsweise, dass er eine Regenbogenflagge hat in seinem Büro, hat in seinem offiziellen Amtsbüro. Ich habe nichts dagegen, der kann sich zu Hause überall Fahnen hinhängen, was er, wozu er lustig ist. Aber es ist ein amtliches Büro, und eine Regenbogenflagge ist eine ideologische Fahne. Und mit den ideologischen Fahnen haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht. Ich denke an eine rote Fahne mit einem Kreuz drauf in der Mitte. Und das sind alles ideologische Fahnen, die formal juristisch gleich einzuordnen sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir mittlerweile Skandale von der Dimension eines, wie wir es damals hatten in den USA, unter Nixon mit der Watergate-Affäre, am Tag schon
ein- bis zweimal haben und das Ganze als standardmäßig gesehen wird und die Medien eigentlich nicht nur nicht über berichten, sondern alle Kraft aufwenden müssen, damit es nicht an die Öffentlichkeit kommt, spätestens dann wird diese völlige Verkommenheit des jetzigen Systems deutlich. Ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Es ist jetzt die Zeit, wo sich die Dinge auftürmen und wo wir in die Sichtung gehen und möglichst viel Licht reinbringen, damit die Dinge auch ans Tageslicht kommen. Man sagt natürlich hier in der Regierung, dass man über die genauen Inhalte dieser nicht öffentlichen Treffen keine Auskunft geben will, denn sie unterlägen, es heißt, es sind nicht öffentliche bzw. nicht veröffentlichte Gespräche. Journalisten in Ausübung ihrer durch die Pressefreiheit geschützten Redaktions- oder Recherchetätigkeit mit Vertretern von Behörden führen. Und das alles in allem heißt Recherche bzw. Redaktionsgeheimnis. Andreas, diese Geheimniskrämerei, die wird ja immer größer offenbar, was die Regierung und ihre zweifelhaften Kontakte zu irgendwelchen recherchierenden angeblichen Journalisten angeht. Und hier heißt es, Begegnungen zwischen Korrektiv und der Bundesregierung sind vor dem Hintergrund brisant, schreibt News, dass sich in den vergangenen Wochen eben Zweifel an der journalistischen Unabhängigkeit von Korrektiv mehren. Denn News hatte recherchiert und enthüllt, dass Korrektiv in den vergangenen 10 Jahren mehr als 2,5 Millionen Euro Steuergelder aus Finanzmitteln von Bund und Ländern erhalten haben und zahlreiche Projekte, die sich eben auf der eigenen Webseite als gemeinwohlorientiert und unabhängig beschrieben wären, die wären natürlich ohne diese finanzielle Unterstützung aus den Ministerien gar nicht zu stemmen gewesen. Ich denke immer an die Begrifflichkeiten von Donald Trump in den USA, wo er von dem Sumpf sprach. Und ich stelle heute fest, dass das Demokratieverständnis der führenden Politiker, der Mainstream-Politik heute in Europa, in Deutschland, in der EU, nicht Europa, in der EU, mittlerweile besteht aus Tarnung, Täuschung und Betrügereien. Das ist das Verständnis mittlerweile, was man unter Demokratie versteht. Das Volk hat das Maul zu halten, an der richtigen Stelle das Kreuz zu machen bei der Wahl und ansonsten eben halt die hohen Preise zu bezahlen für das Gas, die man ihm letztendlich auferlegt. So einfach ist die Welt. Ja, haben wir wieder viel gelernt von dir gerade. Ja, es gibt einen Aufsatz bei Tichys Einblick, den hat geschrieben ein Autor namens Willi Hähnches. Ist das wirklich Tichy? Ich sag's euch gleich. Nein, der ist auch von News. Willi Hähnches schreibt für News. Und der bezieht sich jetzt darauf, dass ja Frau Faeser als Bundesinnenministerin mit Rückendeckung von Herrn Haldenwang als Bundesverfassungsschutzpräsident die Meinungsfreiheit aushebeln will, und zwar flächendeckend. Und hier wird gemutmaßt, dass das das Ende der Ampel bedeuten könnte, nicht nur in Umfragen, sondern dass der FDP das Parlamentarische ausdrohen könnte. Nämlich, wenn man sich die Medien anguckt, die jetzt auch darüber berichten, das ist die NZZ, das ist Tichys Einblick, auch die Welt. Es sind ja alles Medien, wo Liberal-Konservative sich finden. Und entsprechend gibt es unter diesen Lesern einen überdurchschnittlich hohen Anteil auch an FDP-Wählern beziehungsweise wahrscheinlich Ex-Wählern. Es finden sich unter diesen Lesern ausreichend Antworten auf die Frage, warum die FDP jetzt so abschmiert. Und um mal tausende Einzelmeinungen auf einen Nenner zu bringen, die FDP verrät in der Ampel liberal-konservative Positionen und ermöglicht eine grün-rote Agenda, die im kompletten Widerspruch zu wirklich liberal-konservativen Werten steht. Andreas, die nächste Bewährungsprobe, das ist eben jetzt das, was Frau Faeser auch vorhat. Und da wollen wir einfach mal reingehen, denn es heißt hier, es wird jetzt die Axt an den Rechtsstaat gelegt. Faeser will zusammen mit Thomas Haldenwang, dem Chef des Inlandgeheimdienstes, genau das ist seine Position, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit angreifen. Man will Denkmuster kontrollieren, man möchte Sprachmuster kontrollieren. Die Bürger werden verfolgt,
die ein sogenanntes, das ist die Vokabel, Gefährdungspotenzial aufweisen. Das sind für Frau Faeser diejenigen, die Aktionspotenzial und gesellschaftliche Einflussnahme aufweisen. Und was sie mit diesen schwammigen Begriffen meint, das will die Innenministerin im sogenannten Demokratiefördergesetz, so heißt das tatsächlich, definieren. Und angesichts dessen, was Faeser während der Vorstellung gesagt hat, trifft es letztlich eigentlich jetzt inzwischen jeden, der nicht die Position der Ampel vertritt und ja, der vielleicht auch sagt, wir müssen uns zusammentun. Das kann nicht sein, dass die Ampel unser Land in Schutt und Asche bringt. Und damit wäre, so steht es hier, die Opposition von einer staatlichen Verfolgung bedroht, die Deutschland seit der Deutschen Demokratischen Republik nicht mehr kannte. Also ich erinnere mich so ein bisschen an meine Kinder- und Jugendzeit in den 60er und 70er Jahren. Und da gab es dann eben halt Altkonservative und die nannte man dann gern die Ewiggestrigen. Und diese Ewiggestrigen waren lange ausgestorben jetzt. Und ich habe mich gewundert darüber, als dann die 68er-Bewegung kam, dass damit über eine Umkehrung der Vorzeichen neue Ewiggestrige aufgebaut wurden. Und diese neuen Ewiggestrigen, die erreichen jetzt ihren Zenit, sodass es auch mittlerweile so ziemlich jeder erkennen kann. Wir beschäftigen uns da ja schon seit Jahrzehnten mit dieser Thematik, aber wir haben jetzt im Moment eine Situation, dass diese Wiederauferstehung der Ewiggestrigen nach demselben Muster wie in den 60er Jahren, man sie damals verortet hatte. Das waren nämlich die Ewiggestrigen, dass die jetzt plötzlich wieder auftauchen. Da geht es dann darum, dass man ganz klar Andersdenkende eliminiert, Parteien verbietet. Parteienverbote ist ein typisches Zeichen für Totalitarismus, für Diktaturen. Und das hatten wir auch in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte. Das hatten wir auch in der DDR. Da gab es dann die SED, die Einheitspartei Deutschlands. Genau das haben wir wieder. Interessanterweise, man wendet dieselben Methoden an. Und hier wird eines klar. Nazi zum Beispiel ist ja so eine Vokabel, die momentan inflationär gehandelt wird. Nazi ist keine Gesinnung. Nazi ist eine Methode. Die Gesinnung spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die Methode der Unterdrückung von Andersdenkenden bzw. Freidenkenden. Ja, und das ist ja inzwischen schon wirklich uralt geworden, nicht nur in Deutschland, sondern den Begriff gibt es ja jetzt auf der ganzen Welt, womit Andersdenkende einfach verfolgt werden. Wie machen die das jetzt? Familienministerin Lisa Paus und Nancy Faeser, die greifen den deutschen Rechtsstaat an. Hier steht, die Ampelfrontfrauen und der Frontalangriff auf unsere Meinungsfreiheit findet jetzt statt. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, dann muss man sich mal angucken, was die so von sich geben. Also zum Beispiel hat Familienministerin Paus gestern in Berlin gesagt, wir wollen dem Umstand Rechnung tragen, dass Hass im Netz auch unter der Strafbarkeitsgrenze vorkommt. Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf den Social-Media-Plattformen gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Also ich weiß es nicht so ganz genau, aber es sind natürlich sehr viele, die wirklich jetzt sehr vorsichtig sein müssen, etwas zu sagen, weil Meinungen kriminalisiert wurden oder werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hatte das neulich schon mal gesagt, würde ich beispielsweise sagen, das Römische Reich damals, das war eigentlich völlig in Ordnung und Gaius Julius Caesar war ein wunderbarer, humaner Mensch und hat keine Menschen getötet, dann würde ich nicht wegen Volksverhetzung oder irgendwie so etwas rankommen, auch wenn er über Hunderttausende oder Millionen von Toten wahrscheinlich, ich habe das gerade gar nicht im Kopf, auf dem Gewissen hat. Und ab welchem Zeitraum gilt das eigentlich nicht mehr? Das ist die Doppelmoral. Man kann das ganz schnell aushebeln, das System. Also News erklärt hier, Hass im Netz unter der Strafbarkeitsgrenze heißt nichts anderes als vollkommen legale Meinungsbeiträge, die der Regierung aber nicht passen und die Ministerin Paus im Sinne der grundgesetzlich garantierten Meinungsfreiheit aushalten müsste, aber unter gesellschaftlich stigmatisieren und später auch rechtlich unter Strafe stellen möchte. So wird das hier erklärt. Und die zweite Aussage kommt von Frau Faeser, die getwittert hat, diejenigen, die den Staat verhöhnen, die müssen es mit einem starken Staat
zu tun bekommen. Tja, diejenigen, die den Staat verhöhnen. Das droht sie jetzt und es ist richtig eine Drohung, denn nicht jeder, der den Staat verhöhnt, muss ein Staatsfeind sein. Das Gegenteil ist der Fall, Andreas, und das sind ja starke Worte. Das Problem ist ganz einfach, dass hier der Begriff Staat missbraucht wird, weil er nicht definiert wird. Denn wir reden hier von Staat und meinen damit offensichtlich die Regierung. Die Frage ist, wie wird denn Staat definiert? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit den Sozialversicherungshaushalten, mit dem Bundeshaushalt und so weiter. Der eine sagt eben, das ist die Regierung. Der nächste sagt, der Staat, das sind doch wir alle. Das heißt, die Frage ist, was ist eigentlich Staat? Und Staat leitet sich ab von dem italienischen Begriff Status. Status heißt Stand. Und Stand heißt eigentlich der Vermögensstand. Und damit sind wir da. Der Staat ist letztendlich das Geld, welches sich beispielsweise dann entsprechende führende Strukturen hält, zum Beispiel in der Politik bis hin zu irgendwelchen Kanzlerämtern, die dann letztendlich ihre Interessen durchzusetzen haben. Das ist der Vermögensstand. Geld regiert die Welt. Und wer regiert das Geld? Genau, also Frau Faeser, Frau Paus, Sie sollten als Mitglieder der Bundesregierung ja eigentlich Repräsentanten der Demokratie sein und stattdessen heißt es, hier sind Sie Botschafter der Repression. Sie kreieren eine gesellschaftliche Spaltung zwischen guten und schlechten Meinungen. Sie wollen diese ideologische Wertung nicht nur im gesellschaftlichen Klima, sondern auch in Gesetzen verankern. Und es wird mal hier aufgeführt, was damit eigentlich dann konkret gemeint sein könnte. Ein Andersdenkender müsste zum Beispiel mit folgenden Punkten leben. Das ist nämlich jetzt alles schon formuliert worden von dieser Seite, dass der Staat ihm beispielsweise verbietet, ins Ausland zu fahren, um sich dort mit anderen über Politik auszutauschen. Oder dass der Staat sein Konto ausleuchtet. Oder auch, dass der Staat Banken auffordert, Spenden an die Falschen zu melden und zu unterbinden. Zum Beispiel die Sparkasse in Mittelfranken hat es ja schon gezeigt, wie die Banken diesen staatlichen Wink dann auch umsetzen. Ja, also wenn ich bei der Sparkasse in Mittelfranken jetzt ein Konto hätte, dann hätte ich das morgen nicht mehr. Da kann man ganz sicher sein, da würde ich sofort mein Konto wechseln. Denn das sind natürlich wirklich unfassbare Dinge, Blockwartmentalitäten einer Sparkasse in Mittelfranken. Es ist wirklich katastrophal, was man dazu sagt. Aber die Sache ist die, der Staat kann dann Ordnungs- und Gewerbeämter auch einsetzen, um Veranstaltungen zu unterbinden, die zum Beispiel der Ampel unliebsam sind. Das geht ja also noch weiter. Und dass der Staat Waffenscheine von Personen einzieht, die der Ampel unliebsam sind, das ist ja bekannt. Nicht, dass diese Leute eventuell mit Waffen herumgeballert haben oder kritische Personen sind, sondern das sind einfach nur Freidenker und sie gehören eben halt nicht dem Gedankengut oder man kann auch sagen Gedankenschlecht derjenigen ab, die momentan das Machtzepter halten. Dass der Staat der Ampel Unliebsame aus dem öffentlichen Dienst entfernt und die vor Gericht beweisen müssen, dass sie nicht rechtsextrem sind, das ist ja auch bekannt. Linksextreme dürfen dabei sein. Sogar Abgeordnete im Bundestag sind mit Antifa-Stickern aufgetreten während ihrer Rede. Das sind Dinge, die alle durchaus haltbar sind, aber die anderen Dinge eben nicht. Ja, also ich meine, mir ist das ja schon vor vielen Jahren passiert, dass mir rechtes Gedankengut unterstellt wurde, was natürlich völliger Humbug war. Und ich auch aus dem öffentlichen Leben oder den öffentlich-rechtlichen entfernt wurde. Und Frau Faeser möchte in ihrem Kampf gegen rechts auch Familienangehörige jetzt mobilisieren, falls da Familienmitglieder sind, die in den Bereich der Verschwörungsideologie passen. Und man will Beratungsstellen aufbauen, um sozusagen auch Menschen als Aussteiger von sogenannten Verschwörungstheorien loszulösen. Das soll eben, wie gesagt, dieser Kampf in die Familien getragen werden. Das Ganze heißt Aktionsplan gegen Rechtsextremismus. Und Frau Faeser möchte mit harter Hand gegen entsprechende Personen vorgehen. Sie sagt, in dem Dokument heißt es, der Staat darf nicht warten, bis aus rechtsextremistischen Weltbildern gewaltsame Taten werden. Ja, interessanterweise, da haben wir auch viel Erfahrung mit. Wunderbar. Also diese
Weil dieser Rechtsextremismus bedeutet ja, dass es Leute sind, die das Klima oder diesen Klimawandel in Frage stellen. Das sind die Leute, die sich dagegen wehren, dass Kinder missbraucht werden, nicht nur in Sachen der Frühsexualisierung, sondern indem man sie auch missbraucht durch Indoktrinierung und sie aufhetzt gegen die eigenen Eltern beispielsweise. Das heißt, die Hoheit der Eltern, die werden regelrecht zerstört, Familienstrukturen werden zerstört, Bindungen innerhalb der Familie werden zerstört, die Menschen werden vereinzelt, die werden vereinsamt und irgendwann sind sie so vereinsamt und auch so verblödet worden, dass sie dann nur noch ihren Halt finden, indem sie sich Gruppen anschließen. Und diese Gruppen kann man wiederum steuern. Das ist eine Uniformierung von Menschen und man spricht von Diversität und von Multipluralität. Genau das Gegenteil ist da nicht. Vielfalt wird hier gemacht, sondern reine Einfältigkeit. Ja, Aufklärung, Beratung, will man denen, die sich vielleicht mal radikalisiert haben und jetzt zurück wollen in das weiche Bett der großen Masse, denen will man Hilfestellung geben. Man möchte auf betroffene Einwirkungen, Aussteigerprogramme des Bundesverfassungsschutzes sollen ausgeweitet werden, Hilfe erhalten sollen diejenigen, die sich aus dem Umfeld organisierter Verschwörungsanhänger, hier ist es wieder etwa der Corona-Leugner, lösen wollen und hierbei Unterstützung möchten. Andreas, wenn ich das alles lese, Loslösung von extremistischen Gedankengut, kann es sein, dass die wirklich schon mit dem Rücken an der Wand stehen, dass sie alles Mögliche jetzt an Maßnahmen nochmal versuchen, um der Sache Herr zu werden, doch das Ganze läuft ihnen schon lange weg? Ich denke mal, sie hätten gerne mehr Zeit, um das in Ruhe aufzubauen, dass die Menschen es nicht mehr merken. Aber jetzt hat man diese Chaosspirale früher erreicht, als man eigentlich geglaubt hatte. Und das könnte sie jetzt zum Stolpern bringen. Und wir merken ja, dass sie regelrecht im freien Fall sich befinden. Denn je mehr sie momentan aufbauen, zum Beispiel gegen AfD und mit dieser Rechtsgeschichte, desto mehr treten da interessanterweise bei der AfD ein. Was übrigens auch keine Lösung ist. Wir sollten die Diskussion stellen, inwieweit überhaupt Parteien noch von überhaupt sinnvoll sind. Aber wir sehen natürlich auch im Augenblick eine Lage, die dermaßen gestresst ist, dass wir jetzt im Rahmen der bestehenden Systeme erst einmal eine gewisse Grundordnung reinbekommen müssen, um dann erst einmal wieder mit den Medien in einen Einklang zu kommen, dass die Medien ihrer Aufgabe, nämlich auch eine gewisse Kontrollfunktion gegenüber den Regierenden eben halt ausüben. Und das findet ja nun überhaupt nicht statt. Es sind reine Propagandamerkzeuge. Und aus diesem Grunde sehen wir ja, das System strauchelt. Andreas, wenn es heißt, das Alte muss erst zusammenbrechen, bevor das Neue überhaupt erstehen kann und entstehen kann, dann werden wir einen Wechsel ja gar nicht mehr hinbekommen, indem wir sagen, okay, wir erkennen jetzt, das ist falsch und das ist richtig. Da müssen die, die das falsch gemacht haben, jetzt wieder sich auf den richtigen Weg begeben. Meine Vermutung ist, dass wirklich der ganze Karren erst vor die Wand fährt. Der Karren könnte vor die Wand fahren, aber wir müssen da entspannt sein. Wir können jetzt ganz viele Prognosen machen, wie das Ganze stattfinden wird, aber wir wissen es ganz einfach noch gar nicht so genau. Und aus diesem Grunde müssen wir jetzt einfach abwarten, was passiert. Aber eins ist definitiv, wer die grünen Bücher liest, der weiß, wo wir uns befinden. Und der weiß, auch wenn er nicht den genauen Zeitplan weiß, wann, wo, was passiert, der weiß, wenn er richtig steht, dass ihm nichts passieren wird. Und wenn er falsch steht, dass ihm sehr wohl etwas passieren wird. So einfach ist das Ganze eigentlich. Wir haben in der letzten Woche einige Bibellesungen gemacht. Da haben wir Paulus an die Korinther und Paulus an die Epheser, glaube ich, gelesen. Und dieser Apostel hat ja schon kurz... Uiuiui, du kommst jetzt auch, kriegst gleich wieder deinen Hustentee. Huflattig. Also, du nimmst ja schon ganz viel Huflattig. Ja. Ne? Auf jeden Fall hat Paulus immer wieder dazu aufgerufen, und zwar mit Blick auf die Zeit, in der wir uns befinden, in diesem jüngsten Gericht, in der Kraft zu bleiben, im Gottvertrauen zu bleiben, einfach weiterzumachen, ihr Lieben, zu beobachten. Manchmal stehen wir auch mitten in den Ereignissen drin und müssen uns damit arrangieren. Aber wir sollten eins nie verlieren, das Gottvertrauen. Und dann kommen wir gut durch. Dankeschön, Andreas. Alles Liebe hier von uns.
tue dir jetzt in den Kaffee den Hoflattich rein. Wollen wir das mal probieren? Nee, ich trinke den lieber separat und dann meinen Kaffee hinterher. Okay, nicht, dass es dann wieder heißt, ich quäle dich. Das was? Ich quäle dich. Ja, du quälst mich ja sowieso, aber mit dem Hoflattich, das geht gerade noch so.